Hallo, jetzt geht's an mit der Eroberung eigentlich von Burg Chimura. Jedoch kann ich hier drei wichtige Hauptquests nicht mehr machen. Die sind schon grau hinterlegt, als hätte ich sie gemacht. Und es stimmt, ich habe sie ja gemacht. Ich war ja in Kapitel 3, bin wieder zurück, habe den Speicherpunkt überschrieben und anscheinend lässt er mich diese Hauptquest jetzt nicht mehr machen. Weil er sagt, ich habe sie gemacht. Ich habe sie damals aufgenommen und möchte sie euch zeigen, weil sie sehr wichtig sind. Überhaupt dann bei der Eroberung und danach, damit man sich dann auskennt, sind diese drei Hauptquests sehr wichtig. Erste heißt der Feigling von Yarikawa. Und ich möchte noch dazu sagen, ihr seht die orangene Rüstung. Damals war ich auch noch nicht so stark wie jetzt. Ich habe ja wirklich jetzt alles gemacht, was ging. Und es hat sich doch einiges verändert. Das möchte ich euch aber erst später erzählen. Er sollte nicht herkommen. Ich wollte helfen, Fürst Sakai. Aber in Yarikawa wäre ich nutzlos. Lieber nutzlos als tot. Wir suchen vermisste Soldaten. Damit kennt ihr euch nicht aus. Ich kann's lernen. Und werde euch nicht im Weg sein. Gut. Seid vorsichtig. Und hört auf eure Schwester. Ja, mein Herr. Eine Spur von den Schützen? Sie wurden in der Gegend gesehen, doch nicht von uns. Sehen wir uns um. Der Feigling von Yarikawa. Und ich möchte nur dazu sagen, Spoilerwarnung für diejenigen, die noch nicht in Akt 3 sind oder die das Spiel noch vorhaben zu spielen und nicht wissen wollen, wie die Hauptgeschichte weitergeht. Dann schaltet jetzt ab. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, zum Wiederverwenden. War wohl ein guter weil Schütze. Ich werde jetzt die Quests sehr kurz halten, diese drei. Und die dritte ist wirklich eine sehr, sehr traurige. Mehr möchte ich noch nicht dazu verraten. Weißt du noch, warum wir hier waren, um Grillen zu fangen? Nein. Um dich von Mutter wegzunehmen. Die gehören einfach zusammen. Nur ich möchte euch nicht jetzt eine Stunde Videomaterial hier zur Verfügung stellen. Und zum Glück hatte ich es damals aufgenommen, als ich das erste Mal in Akt 3 sozusagen weiterspielen wollte. Und warum ich dann zurückgegangen bin, aus welchen diversen Gründen, werde ich euch dann auch noch erzählen. Dann werdet ihr mich sicher gut verstehen, dass ich alle Speicherplätze überschrieben habe. Das wollte ich natürlich nicht. Wobei es mir jetzt wirklich nichts mehr ausmacht. Es ging jetzt wirklich echt schnell, da ich ja schon wusste, wie es abläuft und dergleichen. Ich würde sagen, so, jetzt geht's hier weiter mit der Quest von Yuna und ihrem Bruder, der Feigling von Yarikawa. Viel Spaß dabei. Ich habe ja damals doch mitgesprochen und möchte euch das jetzt einfach so mal zeigen. Viel Spaß. Renne ich da im Kreis? Anscheinend. Ah, da unten ist die Spur, ich sehe es schon. Ja, das ist immer so schwer, den Spuren zu folgen, überhaupt im Dunkeln, wenn man nichts sieht. Ich finde das immer lustig, aber ja. Die Spuren führen zu diesem Haus. Wohnt er hier nicht? Und die gelbe Lupe, endlich. Taka! Da ist ein Bär. Hilfe, der frisst mich. Nein, Wahnsinn, der hat eine Kraft. Und jetzt frisst er mich jetzt wirklich. Nein, geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg. Ich möchte nicht das Vorspeise enden. Geh weg von mir. Ah, der Bär.
Nein, jetzt hat er mich schon wieder. Ich komme gar nicht dazu, um ihn zu schießen. Ich muss mich heilen. Und dann, ja, ihr seht eh, ich bin da wirklich im... Das ist, sind schlimmer wie die Mongolen, die Bären. Hier, ganz aggressiv. Wahrscheinlich haben schon lange nichts mehr gefressen. Aber ich schmecke nicht gut. Also, komm, lass mich los. Einmal habe ich draufgeschlagen und Juna hat zum Glück mit ihrem Bogen mir geholfen. Ja. Puh. Der Bär. Puderbär. Das war er auf jeden Fall nicht, weil der wäre freundlicher gewesen. Ja, was muss ich jetzt tun? Jetzt bin ich ganz durcheinander. Ins Haus, ja, da hat mich ja der Bär überfallen. Gosamatten, sie haben hier geschlafen. Zumindest hat der Bär sie nicht erwischt. Okay, dann untersuchen wir hier die Hütte. Der Bär hat ihnen fast alles weggefressen. Vielleicht lebe ich deshalb noch. Er war nicht hungrig. Der war nicht hungrig? Pfeilspitzen, Bogen sehen, Fell für Klebstoff. Er wollte mich fressen. Hast du das nicht gesehen? Oh ja. Das Feuerholz ist noch warm. Die Schützen haben war nicht hungrig. Sie können nicht weit sein. Dann loote ich etwas. Ich denke, wir werden gleich wieder auf Reise gehen, weil das Feuer ist ja noch warm. Sie können nicht weit sein. Ah, hier. Sie haben den Mongolen die Sprengfässer gestohlen. Ich mag diese Schützen. Anscheinend muss ich noch einen Hinweis finden. Ah, da ist er. Hier sind Spuren. Ich höre immer wieder ein Mongolenhorn, aber wir werden da jetzt hinreiten, hinlaufen. Eilen den Hügel hoch zu diesem Felsgrat. Sie verstecken sich nicht grundlos. Haltet den Kopf unten und seid leise. Da vorne ist die Lupe. Kann sich nur mit dem Stunden handeln. Schatz beiseite. Ah ja. Ein Samurai! Lebendig! Kommt hierher! Ihr müsst die Schützen aus Yarikawa sein. Was von ihnen übrig ist. Wir wollten ein Mongolenlager plündern und wurden erwischt. Wir entkamen nur knapp. Was ist mit den anderen? Gefangen. Wir verfolgten sie hierher. Wir helfen bei der Befreiung. Ihr seht mir nicht nach Anfängern aus. Ich bin Daikoku. Jin Sakai. Sakai, hä? Na, solange ihr kein Shimura seid. Sehen wir uns mal das Lager an. Gefangenenkarawane. Die Mongolen sind bereit zum Aufbruch. Sie wollen zur Garnison am anderen Ende von Alt-Yarikawa. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor sie aufbrechen. Da, eure Schützen. Sie sind wohlauf. Je früher wir sie befreien, desto besser. Nur nichts überstürzen. Wir wissen, wo sie hinwollen. Wir können sie in einen Hinterhalt locken. Kein gutes Gelände für einen Hinterhalt. Was ist mit Alt-Yarikawa? Dächer zu beiden Straßenseiten. Wir können den geklauten Sprengstoff benutzen. Den habt ihr entdeckt, hm? Gefällt mir, wie ihr denkt. Gut. Los, kommen wir den Mongolen zuvor. Die Mongolen ziehen hier entlang. Taka, geh in eins der Häuser. Nein, ich bleibe hier draußen. Ich kann auch kämpfen. Jin, sag's ihm. Taka kann selbst entscheiden. Dann passt du auch auf ihn auf. Habt ihr Angst? Nein, nicht wirklich. Ein bisschen. Yuna hat niemals Angst. Ihr wahrscheinlich auch nicht.
Auch wenn es nicht so aussieht. Wir alle haben manchmal Angst. Sogar Yuna. Sogar ihr? Ja. Als die Mongolen meinen Onkel gefangen nahmen, hatte ich Angst, den letzten Teil meiner Familie zu verlieren. So geht es eurer Schwester mit euch. Ohne sie wäre ich tot. Ich auch. Da sind sie. Ich schieße auf die Fässer, wenn sie ganz nah sind. Fürst Sakai, ich bin nicht bereit. Ihr schafft das, Taka. Nehmt eure Angst und nutzt sie. Ja, mein Herr. Jetzt, mein Herr? Noch nicht. Jetzt sind sie nah genug, oder? Und da sind die Mongolen. Jetzt mit Sprengpfeil. Ich hab's Spaß, damit alles brennt. Aber die Pferde, ich wollte diese Pferde nicht töten. Vernichtet sie! Jetzt sind nicht mehr viele Mongolen über. Na, wo seid ihr denn alle? Ich komme mir vor, als würde ich in die Luft schlagen. Ah, da sind welche. Kommt her. Versteckt euch nicht. Da sind noch Mongolen, schön. Sind hier noch genug für alle da. Kann ich mich wieder heilen? Und der Bogenschütze da oben. Ja, die ärgern immer. Die Pfeile kann ich ja gut blocken. Und wieder mein Sprengteil. Das war's auch schon wieder, oder? Ja, nicht mehr viel. Dahinter ist versteckt sich noch. Der ein oder andere. Den hole ich mir jetzt noch. Und die paar hier. Das dürfte der Anführer sein, wahrscheinlich. Der Dicke mit dem Schild. Ja. Aber kein richtiger Anführer. Das hätte einen riesen Heilbalken. Also einmal Himmelschlag und weg ist er. Ja. Das war's jetzt auch schon so vom Kampf her. Also, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich suche nur immer kurz alles ab, ob es noch was zum Looten gibt. Ja, hier drinnen kann ich dann meine ganze Munition wieder auffüllen. Sprengpfeil. Super, die brauche ich immer. Und die sind oft gar nicht so einfach wieder zu bekommen. Habe ich bemerkt. Manchmal schon, manchmal muss man dann schon etwas suchen bei den Gegnern. Deshalb ist das Looten bei mir hier wirklich schon standardmäßig geworden. Ich mache das oft schon nebenbei, wenn ich kämpfe. Gleich die R2-Taste drücken und dann geht's schneller. Dann kann ich auch gleich die Quest weitermachen und muss nicht jetzt wie hier alles absuchen. Natürlich, wenn ein Gebäude steht, dann einfach rein. Aber jetzt haben die Toten hier auch nicht mehr viel. Nein. Dann kann es weitergehen.
Gute Arbeit, Alkoku. Bringt eure Männer zurück zur Yarikawa-Festung. Ja, sofort. Ich weiß, ihr seid in Sakai. Doch ihr sagtet nicht, dass ihr der Geist seid. Helft ihr uns, die Belagerung zu beenden? Wenn Uchimasa das erlaubt? Dafür werde ich sorgen. Die Geschichten stimmen also. Ich kenne niemanden, der so kämpft wie ihr. Taka, geh mit Daikoku. Ich will mit Jin reden. Wir sehen uns zu Hause. Wir haben es geschafft. Shinsukes Sohn hat den Stein noch. Hier habe ich zuerst geglaubt, die Quest ist zu Ende. Nein. Der Feigling von Yarikawa. Ich muss noch, hier steht Trifiuna in Alt-Yarikawa. Das heißt, es ist noch nicht ganz zu Ende. Mal schauen, was Yuna so zu erzählen hat. Am Ende der Quest, weil die Quest sollte ja eigentlich schon aus sein. Den Technikpunkt habe ich bekommen. Dann gehen wir mal zu Yuna. Ihm geht's gut. Er hat alles gut gemeistert. Hätte nicht kämpfen dürfen. Yuna, ich weiß, du willst ihn beschützen, aber du bremst ihn aus. Taka ist kein Kämpfer. Er könnte einer werden. Du kennst meinen Bruder nicht so gut wie ich. Du kannst ihn aber nicht immer in Schutz nehmen. Ich weiß, was das Beste für Taka ist. Du sorg dich um deine Familie. Ich muss jetzt zurück. Wir müssen die Belagerung zerschlagen. Wir sehen uns dort. Der Feigling von Yarikawa. Eine Hauptquest, die noch in Akt 2, Ende Akt 2, stattfindet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr werdet aber sehen, dass die nächsten zwei Quests sehr ausschlaggebend sind. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und weiterhin viel Spaß.